herzliches Hallo alle Freunde von Mittelstadt TV und Abonnenten, Abonnentinnen. Ja, heute ist so mal ein Paket angekommen. Ein Trickskarton. Und da habe ich mir gedacht, den packen wir jetzt mal zusammen aus. Und stellen gleich mal zusammen auf die Gleise. Dann habt ihr sofort vielleicht eine eigene Meinung. Und ja, was ist es? Es ist ein Triebwagen der Baureihe 724 oder sagen wir mal anders, ein umgebauter VT95 und zwar ein Prüfwagen für Indusi Messstrecke. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Der Karton, wie war üblich, war Tricks üblich, Umkarton, Blister, Betriebsanleitung hinten drin. Ja, und das gute Stück mal rausholen. Man fühlt sofort Gehäuse wieder aus Metall. Und dann würden wir den jetzt gleich mal aufs Gleis stellen. Und alles weitere seht ihr dann. Ja, jetzt haben wir das Fahrzeug auf dem Gleis und schauen uns erstmal alles an. Rechte Seite, die linke Seite, sehr schön. Die Fenster sind wirklich zu mit Blechen, wie beim Original. Ganz links war die Toilette, die Front mit dem Lokführer. Das ist die Rückseite. Sehr schön halt auch das Uerdinger-Symbol, was sehr schön zu sehen ist. Und hier kann man die glasklare Bedruckung sehen, die Märklin Tricks wirklich sehr gut drauf hat. Alles sehr schön lesbar. Auch hier Revisionsdatum 72. Sehr schön. Ist schon eine Epoche 4 Beschriftung, wie man sieht. Und selbst hier unter dem Bügelpuffer sieht man Beschriftung, die man mit der Lupe lesen kann. Ja, dann steht das Modell jetzt auf den Gleisen und wir kommen zu den Funktionen, dass sich auch mein Soundmodul handelt. Und da fangen wir ganz normal mit F0 an. Wie ja in den meisten Fällen halt das Spitzensignal mit Schlusslicht. Mit der Fahrtrichtung wechselnd, dann F1, wie auch eben schon auf den Bildern zu sehen, ist die Innenbeleuchtung. Halt auch sehr schön, dass da halt so ein paar Arbeiter bzw. Messingenieure reingesetzt wurden. Auch die Sitze sogar geändert wurden, aber ja, schreit definitiv nach einer farblichen Behandlung und vielleicht auch so den einen oder anderen Monitor, den man reinsetzen könnte, beziehungsweise ja auch halt den Drucker oder mehrere Drucker sollen es eigentlich sein. F2 ist das Betriebsgeräusch. Selbe Betriebsgeräusch wie auch bei dem Turmtriebwagen. F3 ist das Signalhorn. F4 ABV aus. Ich weiß jetzt nicht, was das sein soll. Es schließt sich mir jetzt gerade nicht und ich komme auch ganz ehrlich auf die Abkürzung nicht. Müsste ich mal später auf dem Stellwerk gucken, ob es da aufgeführt ist, ABV. Aber vielleicht weiß ja einer von euch. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. F5 ist Geräusch Bremsenquietschen aus.
Ja, muss man das haben? Weiß ich nicht. Dann F6 ist Spitzensignal Lokseite 2 aus. Das sollte dann jetzt ausgehen. Ja, weil wir nämlich den Triebwagen so drauf stehen haben, dass er gerade jetzt rückwärts fahren würde. Bei F7 kommt das. Und vielmehr kommt der Schaffnerpfiff. Auch ein ganz normaler aus der Dose. Spitzensignal Lokseite 1 wäre F8. Funktioniert auch. Das lassen wir jetzt einfach mal weg. F9, Türen schließen. Was mich da so ein bisschen ärgert ist, was ist denn mit Türen öffnen? Das haben also andere Hersteller schon wieder ein bisschen besser im Griff. Gut, kann man als Öffnen und Schließen auch so interpretieren, das Geräusch. Lassen wir einfach so mal stehen. Geräusch Schienenstöße wäre F10. Funktioniert natürlich nur während der Fahrt. Ist so ein Geräusch, was meines Erachtens auch hätte wegbleiben können, weil er überträgt die Schienenstöße auch so. Da ein zweiachsiges Metallmodell ist, wenn man Schienenstöße hat, dann überträgt er sie auch. Und man ist, kann sie hören. Aber das seht ihr gleich. F11. Pressluft ablassen. Wo ist die 11? Geräusch F12. Gespräch Arbeiter. Ja, bei diesem Geräusch ist man natürlich sehr örtlich angebunden. Gut, das Modell ist auch in Wuppertal stationiert, aber die fahren ja nun nicht nur in Wuppertal durch die Gegend, sondern zum Beispiel in ganz NRW. Des Weiteren ist auf F12 nur dieses eine Gespräch. Nicht wie bei anderen Herstellern. Man drückt öfters mal die Taste und es kommen wechselnde Gespräche. F13 wäre ein weiteres Gespräch. Man hat viel Glück, dass der Schwebeband hier im PCB hält, sonst muss sie ja noch alles vom Führer messen. Ja, sind natürlich witzige Gespräche, aber wie gesagt, es sind nur die zwei und örtlich sehr angebunden. F14, ja, WC-Spülung und Hände waschen. Ich weiß nicht, ob man sowas braucht. Aber es gibt genug Leute, die stehen da drauf und hier kommt es. Wie ihr gehört habt, er hat sich sogar die Hände abgetrocknet. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit der Pandemie zu tun hat, dass man deswegen dieses Geräusch damit aufgenommen hat. Er wäscht sich ja auch schön lange die Hände. Lassen wir einfach auch mal im Raume stehen. F15 ist nicht belegt. F16 Diesel nachfüllen. Auch da frage ich mich, wo hat Märklin Tricks dieses Geräusch her? Also ich war jetzt schon oft genug bei unseren Loks, mal mit bei der Tankstelle und habe mich mit dem Lokführer unterhalten, während er am Tanken war. Hörte sich irgendwie in meinen Ohren anders an. Aber
Es gibt genug Leute, denen es gefällt. Das letzte Geräusch, was wir dann haben, ist Sanden mit F17. Ja, typische Sandegeräusch und ist so eigentlich in Ordnung. Ja, dann wollen wir das ganze gute Stück mal fahren lassen. Wie gesagt, ihr habt gesehen, ich habe ihn gerade ausgepackt und so für euch direkt auf die Schienen gestellt. Wir lassen uns dann jetzt einfach mal überraschen. Eben die Kamera anders positionieren und dann geht's los. Als erstes werde ich ihn dann jetzt mal ohne Sound hin und her fahren. Denn dieser Anlagenteil ist, hat keine Schienendämmung. Das aber auch mit Absicht. Und daran könnt ihr hören, wie dieses Metallgehäuse eigentlich Geräusche von sich gibt, Fahrgeräusche wieder gibt und deswegen diese Funktion Schienenstöße, ob man die braucht, ich weiß ja nicht. Aber es gibt natürlich auch Leute, die müssen sowas haben, die müssen ja auch Kurvenquietschen haben. Da quietscht jede Lok mehr, als sie in Wirklichkeit quietscht. Und das ist aber ein anderes Thema. Wir fahren dann jetzt mal erstmal langsam los. So, wenn er jetzt wieder ins Bild kommt, wir fahren hier 128 Fahrstufen, das ist jetzt Fahrstufe 50. Und ich muss sagen, er scheint eine Flachstelle zu haben. Da ist ein Rad nicht ganz rund. Fahren wir jetzt mal mit 126 Fahrstufen. Und wie wir sehen, er hängt fest. Vom Getriebe her. Moment. Ja, jetzt fuhr er doch los. Schlagende Geräusche ist jetzt komischerweise weg. Das war jetzt Fahrstufe 80. Nochmal 50 ausprobieren. Ja. Sehr traurig für einen so großen und angeblich Marktführerhersteller. Wie gesagt, es ist ja im Grunde genommen eigentlich Märklin. Es werden immer noch keine Goldcaps verbaut, wie bei anderen Herstellern. Warum nicht? Platz genug ist dort. Die Schienen sind absolut sauber. Die habe ich nämlich gerade vorher noch gesäubert. Aber dasselbe Problem wie auch bei den Turmtriebwagen. Ab und zu reicht ihm das kleinste Dreckfusselchen und er fährt nicht mehr. Ja gut, dann wollen wir jetzt mal den Sound starten.
war ich jetzt ein bisschen schnell und wäre fast vor dem Quellbock gefahren. So, jetzt habt ihr gerade mal das Bremsenquietschen gehört. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch zum ersten Mal gehört. Und ob ich das jetzt unbedingt ausschalten muss und dafür eine Funktion belegen muss, in meinen Augen nicht. Da hätte man was Besseres machen können. Aber das ist bei Märklin Tricks anscheinend ja nicht gewollt. Auch die Sounds verändern sich komischerweise nie wirklich. Es sind immer so Sounds aus der Dose. Was sie gut hingekriegt haben, ist das Schaltgeräusch. Mal gucken, ob er das bei 65 auch macht. Und immer wieder die Soundaussetzer, weil der Elko fehlt. Heißt also wieder nachbearbeiten und ein Elko einsetzen. Ach, wir könnten ja jetzt nochmal das ABV ausprobieren, ob das jetzt kommt. Aber was soll das sein? Wir fahren mal. Und ich schalte mal Funktion 4 aus. Keine Veränderung. Das erschließt sich mir nicht wirklich. Und schon ist der Sound wieder aus. Schon sehr interessant, was er jetzt gerade für Probleme macht. Da scheinen wir doch mal die Kontakte nachgucken zu müssen. Vielleicht liegt es auch an der Brünierung der Räder. Das schauen wir jetzt mal. So, alle Funktionen aus. Dann wollen wir uns das doch mal angucken. Ja, so sieht er von unten aus. Und ich muss sagen, es könnte natürlich mal wieder an der Brünierung liegen, was ja auch gern mal passiert.
Naja, vielleicht noch als Hinweis, wo wir ihn jetzt gerade sehen. Könnt ihr natürlich jetzt nicht so genau sehen. Moment, ich muss mal anders positionieren. Nehmen wir mal ein Hilfsmittel dazu. Weil das ist mir mal eben in der Beschreibung aufgefallen. Hier seht ihr die ganzen Löcher. Da liegt mal wieder das Getriebe frei, was ja auch normal ist bei Tricks. Das sind aber auch alles gleichzeitig die Löcher, wo man ölen soll. Und das nach 40 Fahrstunden, steht in der Betriebsanleitung. Dann ist das Fahrzeug zu ölen. Warum das jetzt nach 40 ist, kann ich euch auch nicht sagen. Ja, aber das soll es dann eigentlich auch gewesen sein. Ich denke, ihr könnt euch jetzt alle ein Bild über das Fahrzeug machen. So wie ich im Netz gesehen habe, wird das Fahrzeug normalerweise für um die 296 Euro angeboten. Es gibt auch Händler, da ist er wohl günstiger. Ich hatte zufällig bei einem meiner Händler ihn für weniger Geld gefunden. Deswegen habe ich ihn mal bestellt. Allein weil es ein Bahnfahrzeug ist, was halt nicht in den normalen ÖPNV oder so hier eingegliedert wird auf der Anlage, sondern wirklich auch seine Funktionen erfüllen soll, genau wie der Turmtriebwagen. Ja, damit sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben hoch oder wer noch kein Abo bei mir gelassen hat, hinterlasst gerne ein Abo und wir hören uns demnächst mal wieder. Sollten wir uns nicht vor Weihnachten oder Silvester hören, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Bis demnächst. Tschüss.